der Elektriker am meisten? Stromschläge. Anders in seiner Freizeit. Da kann er gar nicht genug Schläge bekommen. Von unserer Domina. Hallo. Das ist unser Opfer. Er ist Elektriker. Wir haben ihn bestellt, bei unserer Domina eine harmlose Steckdose zu setzen. Komm ich wieder hin? Ja. Ein bisschen ruhig sein, wenn es geht. Nur eine Viertelstunde, ja? Ja, wenn ich bohren. Den Bohren vielleicht ein bisschen warten. Nur so vielleicht das Kabel okay, vielleicht. Ich kann die Wand. Ja? Okay, danke schön. So, jetzt habe ich noch was vergessen. Ich hätte noch eine Riesenbitte an Sie. Würden Sie hier das zu binden? Es schneidet. Gefällt's? Schön. So Käse? Ja, danke. Bitte. Danke. Kundschaft! Hallo Jürgen, das ist schön. Hallo Claudia. Dieser Kunde ist nicht irgendein Kunde, er ist unser Komplize und er ist der Chef unseres Opfers. An der Stimme erkennt er ihn offenbar noch nicht. Wir helfen gleich nach. Du willst es ja so. Also beug dich schon mal über. Und wie geht's in deinem Geschäft, Jürgen? Viel Arbeit? Stress, Stress. Alles schießen lassen, alles vom Start beginnen. Aha. Soll ich schon ein bisschen? Ja. Hey, oh, super. Siehste, ja. So, jetzt. Dann doch schon ein bisschen mehr. Ja. Ist jetzt noch immer zu viel. Ja. Jawohl, schön. Jawohl, fein. Super. Oh, hast du einen Moment zum Verschnaufen? Jetzt bringen wir die Sache richtig in Fahrt. Ist gut. So. Sittenpolizei, uns liegt eine Anzeige vor. Weswegen? Sie haben hier reger Herrenverkehr. Die Herren, das sind alles Freunde und Bekannte von mir. Wissen? Können Sie sich ausweisen? Selbstverständlich kann ich. Nein, noch nicht. Jetzt ist die Zeit für diese ganz besondere Begegnung. Und jetzt gilt's. Verpfeift er seinen Chef, um seine eigene Haut zu retten? Was machst du denn? Aber das ist nicht so, wie du gedacht denkst, oder wie das jetzt gerade hier ausschaut. Also ich meine, ich weiß nicht, wer da gekommen ist, keine Ahnung. Was ist los? Ja, ich weiß nicht, wer da gekommen ist. Warum die so aufgeregt sind. Du mal, mach mal die Dinger hier runter. Was denn? Ja, zwickst du runter oder mach auf, die werden doch irgendwie aufgehen. Oh. Das heißt, ich sperre mal das mal auf. Wie sieht's denn hier aus? Soll sie ausschauen? Gemein, wie wir sind, lassen wir unserem Opfer keine Zeit zum Nachdenken. Oh, ist mein Schlafzimmer. Können wir da mal rein? Ja, bitte. Was ist denn das denn? Können wir da mal reinschauen? Ja, bitte. Das wird gut. Grüß Gott. Grüß Gott. Was machen Sie hier? Arbeit. Was haben Sie hier zu arbeiten? Ja, man sollte der Dame eine Steckdose hier setzen. Sind Sie Kunde? Nein, nein, ich arbeite schon. Das ist meine Maschine und das alles. Schauen Sie mal nach. Sind die Kabel zum Fesseln? Nein, die sind für die Steckdose. Und was ist hier in dem Koffer? Mein Werkzeug. Ja, schaust du das an. Für den Elektriker. Das, wie kommen die da rein? Das weiß ich nicht. Interessantes Werkzeug, Brunner. Und den Chef kann man nirgends erreichen? Nee, der weiß nicht, wo er ist. Ich meine, der ist unterwegs. Wie sieht er denn aus, der Chef? Klein, dick. So wie mein Kollege. Kleiner. Gut, machen Sie hier weiter. Wir unterhalten uns mit der jungen Dame draußen. Chef? Wir werden sie im Auge behalten.
Auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Ja. Ja. Sauber. Fisch. Dass du mich nicht verraten hast, Mensch. Ich weiß nicht. Tschüss, Mann. Du bist wieder hier weg. Raus! Ich verschwinde den Schrank. Mach du mal zu. Was wollen Sie denn noch nachschauen? Wir müssen das Zimmer nochmal untersuchen. Das kommt uns alles sehr, sehr spanisch vor. Wunder. Schauen Sie mal unter das Bett, ja. Nee, hier ist nichts, Chef. Und? Was ist da im Schrank? Ich glaube, hier ist noch mit jemand. Wir haben Stimmen gehört draußen. Stimmen? Das war wahrscheinlich das, ich hab's. Machen Sie doch mal den Schrank auf. Nee, das ist nicht. Ich muss hier arbeiten, das ist nicht mein. Bitte schön, machen Sie mal den Schrank auf. Das ist nicht meine Arbeit. Ich habe nichts zu verbergen, Sie können den ruhig aufmachen. Nee, das ist nicht mein Job. Also bitte schön, machen Sie mal bitte den Schrank auf. Das ist nicht meine Arbeit. Das machen Sie das bitte einmal umgeben. Es gibt so eine Sendung, die heißt Vorsicht Kamera. Herzlich willkommen.